Hallo! Und heute wieder eine Runde Cube World! Yay! Juhu! Freue! Wolf! Hallo! Will mitspielen! Moin! Kommt her! Wink! Bäm! Ah, tut das gut, endlich mal wieder was zu verkloppen. Nach so einer beschissenen Woche. Im Ernst. Na komm her, du willst auch noch deinen Teil. Natürlich, komm her! Also, für heute habe ich mir kein Thema extra zurechtgelegt, aber es wird eine entspannte Folge, in der ich einfach mal rumlaufe, Tiere töte, was ich sonst so mache und mal schauen, was sich so ergibt, ne? So lebe ich auch meistens. Es ist ein bisschen schlecht, vor allem in Bezug auf Facharbeit und all das Gedöns. Falls hier jemand zuhört, der das auch kennt, mein Beileid, mein heftigstes Beileid und ja, es ist einfach zum Kotzen. So, Zukunftsplanung ist überhaupt nichts für mich. Aber ich glaube auch für viele Leute ist es nichts, weil mein Vater sagt, es wird einem heute vorgelebt, schnelle Entscheidungen, schnelle Erfolge und so weiter. Aber ich bin auch der Meinung, dass es nur, weil heute die Welt so schnell ist, die Erfolge nicht auch schnell kommen. Du musst immer noch sehr hart und sehr viel arbeiten, um Erfolg zu haben. Siehe, ja, was wäre denn da jetzt mal ein Beispiel? Was wäre denn mal ein gutes Beispiel für hart arbeitenden Menschen? Tja, dich zum Beispiel. Oh fuck. Boah, leckt's. Bams. Okay. Bumm. Boah, heftige Lecks. Ich glaube, auf YouTube sieht man das dann vielleicht nicht so, aber ich habe hier gerade epische Lecks. Das hatte ich schon richtig lange nicht mehr, solche Lecks. Das ist total ungewohnt. Stirb! So. Zum Beispiel hart arbeitender Mensch. Nehmen wir mal Herbert. Ne? Herbert. Herbert Funzelmann. Ne? Herbert Funzelmann. Der ist groß geworden in Kentucky und hat dort auf der Farm von seinem Vater gearbeitet. Ne? So als Beispiel. Und hat dort die Kühe gemolken. Aber sein Vater wollte, dass er die Farm übernimmt. Herbert hat aber keine Lust, bis ans Ende seines Lebens Kühe zu melken. Also geht er in die Schule. Oder er haut ab. Ja, sagen wir, er haut ab. Und geht nach New York, so wie man das in den USA halt so tut, ne? Er sucht dort einen Job, aber das ist gar nicht so einfach. Jobs liegen ja nicht auf der Straße. Herbert ist nur aber eine Künstlernatur. Oder ja, Kochkünstler. Und für den Anfang stellt er seine Kreationen ins Netz. Und ach komm, warte, ich muss kurz hier. Fuck. Trink, 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 trink. Oh, die sind schon heftiger. Warte mal, ich muss gleich mal irgendwas drunter stellen. Lauf mal hier durch. Ich glaube, das war mein. Oh, mein Schaf hat den Kot tot gemacht. Nice. Gut gemacht. Toll gemacht, Wollhansi. Brist, ein braves Schaf. Ein ganz feines. So. Boah, leck das. Wenn das jetzt hier nicht aufhört zu lecken, dann muss ich mal vielleicht mal einen Cut reinmachen und die Ursache davon finden. Aber wir waren bei Herbert. Herbert stellt seine Kochrezepte ins Netz. Zuerst wird keiner darauf aufmerksam. Er hat ein, zwei Abonnenten, die sind aber Großmütter, die mit dem Internet nicht so viel zu tun haben und vielleicht einmal im Jahr. What the? Fuck, 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 fuck. Wow. Das ist der Boss, das ist der Boss. Das ist der Boss. Scheibenkleister, das habe ich nicht gesehen. Wieso sind das zwei Bosses? Fuck. Okay, einen Moment. Wir sind full live. Wir haben Wolli. So, wo zur Hölle ist jetzt der Boss? Der wird uns hier nicht angezeigt.
Aber wir suchen den jetzt und bekämpfen den. Da kam irgendwas geflogen. Komm her. Aber die Lecks haben aufgehört. Das ist gut. So. Beide tot. Da ist dann der nächste Gegner. Berichterstattung aus dem Likurok Mountain. Es fallen Tote vom Himmel. Und Geld. Es kriegt mit Geld. Das ist gut. Aber ich lenke vom Thema ab. Lol. Ach, komm her, komm her, komm. Das ist ein Werwolf. So. Also ich glaube, ich komme hier heute nicht so zum Reden. Die Monster hier, die verlangen mir wirklich alles ab. So, das war der Werwolf gewesen. Wie jetzt? Da ist noch einer. Treten den Rudeln auf. Ach, wahrscheinlich ist das die Mutti und die will jetzt ihren Kleinen rächen oder so in der Art. Gott. Wo war ich eigentlich? Ich wollte doch über den Herbert reden, ne? Ja, der gute Herbert. Also, ja, die Großmuttis, die sehen sich da immer ein paar Mal ihre Videos an. Und so geht das ein Jahr lang. Er verdient sich als Taxifahrer. Braucht man viel in New York, kann man nicht bestreiten. Er verdient sich als Taxifahrer und kocht nebenbei. Kein sehr erfülltes Leben, nicht wahr? Aber dann irgendwann kommt der Punkt, an dem ein, sagen wir mal, ein chinesischer Kaufmann mit Beziehungen nach Indonesien, der mit seinem Jet gerade übers Mittelmeer fliegt, sieht sich ein Video von ihm an. Und weil er gerade Bock hat auf was zu essen, sagt er seinem Sous-Chef, der natürlich mit im Flugzeug sitzt, sagt er, Miau, miau, wanyu, miau, miau, hingwang, ho. Also, mach mir mal das. Mach das, tu das, ne? So ungefähr. So, dann schnetzeln wir uns mal hier durch. Während Herbert kurz warten muss. Sorry, Herbert, wir sind gleich wieder dabei. Herbert muss warten. Armer Herbert. Das war's. Gefährliches Gelände hier. Okay. Das könnte ein neuer Song werden. Egal. Wo waren wir gerade? Ach ja. Und jetzt braucht er auch noch einen Namen, der Chinese. Nennen wir ihn Lö Ye. Lö Ye. Keine Ahnung. Fritz. Er ist Fritz. Er hat deutsche Eltern und kommt aus China. Weil seine Eltern nach China ausgewandert sind. So, das. Nee. Das, nee. Gut, weil seine Eltern nach China ausgewandert sind, ne? Und er sagt zu seinem Sous-Chef, ja, koch mir das mal. Und dann, als er es probiert hat, sagt er so, wow, wow, das ist so genial. Zufällig ist sein Bruder auch sehr erfolgreich. Und sein Bruder, der hat eine Wäscherei. Naja, ein Wäschereiunternehmen. Und dort müssen die Leute bekocht werden. Und in manchen Wäschereien hat der Bruder so, naja, so Imbissstände, wenn die Leute auf ihre Wäsche warten müssen und so weiter und so fort. Dann können die da was essen. Mal ranzoomen. Ne? Dann können die dort was essen. Und für so ein Unternehmen empfiehlt der Fritz den Herbert seinem Bruder. Und ja, dann ist er dort tätig. Das ist immerhin schon mal ein großer Schritt. Jetzt kann Herbert kochen. Das, was er schon immer wollte. Er ist zwar noch nicht irgendwie hoch dekoriert und verdient auch noch nicht so viel und muss jetzt vielleicht in China leben oder wo das Wäschereiteil ist. Aber immerhin, er muss keine Kühe melken. Da hat sich seine Zusatzzeit, die er aufgewendet hat, um Kochvideos ins Internet auf YouTube zu stellen, gelohnt. Und so, diese Arbeit lohnt sich. Und während er dort angestellt ist, fängt er an rumzuprobieren und erforscht neue Rezepte.
Ja, sowas wie zum Beispiel Schweineleber in Minzsoße und so fort. Also Schweineleber in Minzsoße ist verständlich, hat sich wahrscheinlich nicht als sehr erfolgreich entpuppt. Herbert musste sich mehrmals übergeben, bis er endlich aufs Klo kam. Ja? Nein, den nicht. Und als er dann auf dem Klo war, hatte er dann auch noch Durchfall. Es war ein sehr brutales Gericht. Ich habe sogar gehört, dass die chinesische Kampf, dass die chinesische Armee das haben wollte als Kampfmittel. So wie. Ich habe gehört, die ES setzt jetzt auch wieder so Kampfsäure ein. Ist echt schlimm, oder? Fällt das dann eigentlich unter dieses Gesetz? Ich meine, es ist ja im groben Sinne Essen. Wenn auch nicht. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob man das dann noch als Essen bezeichnen kann. Aber ich weiche schon wieder vom Thema ab. Herbert. So. Nach einiger Zeit hat er dann ein neues Gericht erfunden und stellt das wieder auf YouTube. Und er schlägt das seinem Boss, dem Bruder von Fritz, vor. Das könnte man ja dort einführen. Nach 2 Jahren hat er so ein gutes Gericht geschaffen. Was ist denn jetzt los? Der Schnee sieht gar nicht mehr weiß aus. Ach geil. Nächstes Biom ist ja cool. Ich glaube, wir sind vom Weg abgekommen. Hehe, ups. Ich wollte in die Richtung. Gut. Jedenfalls nach 2 Jahren hat er dann dieses Gericht. Und dieses Gericht schmeckt dem Bruder so gut, dass er das sagt, ja, das führe ich überall ein. Zeig meinen Leuten, wie das geht. Und er hängt da und dann hängt er dann. Ah, wie soll ich das jetzt formulieren? Jedenfalls macht noch ein bisschen mehr Werbung für den Kanal, stellt ihn vor, der neue Spitzenkoch, bla bla bla. Und eröffnet mit dem Geld von Fritz, dem Bruder, dem reichen Typ aus dem Jet, der fliegt übrigens immer noch im Jet, eröffnet er ein neues Restaurant. Also eröffnet ein Restaurant. Und wo unser Herr Herbert dann Chefkoch wird. Er wird der Chefkoch und darf dort kochen, neue Rezepte, also hauptsächlich sein Rezept, das ist die Hauptspeise des Restaurants. Das Restaurant heißt, das ist unwichtig. Auf jeden Fall, ja. Es ist noch kein sehr gut besuchtes Restaurant. Es liegt in der Innenstadt von Fukushima, das erklärt vielleicht, warum da so wenige Leute hinkommen. Vor der Sache natürlich mit dem, weißt schon. Und naja. Oh, wir können aufleveln. Mehr Schaden braucht man nicht. So, dann können wir dann auch bald hangen gleiten. Das finde ich gut. Und das Restaurant wird bald so beliebt, dass Fritz und sein Bruder beschließen, wir ein Restaurant in Tokio aufzumachen, was bekannt die Hauptstadt von Peking ist, wenn ich mich nicht irre. Ich wette, ich irre mich. Ich bin so sicher, dass ich mich irre. Jedenfalls, und dann hat Herbert es geschafft nach. Warte mal kurz durch, ich rechne die Zeit auf zu Hause, dann ist er durchgebrannt. Das waren mindestens 12 Jahre, die Zeit in New York, wo er Taxi fahren musste, was nicht gerade der angenehmste Job ist, habe ich mir sagen lassen. Warte mal, müssen wir die alle auf einen Punkt locken. Dann Bäm! Bumm! Komm her. Das wäre das. Was? Ich kann kein Eisen mehr einsammeln. Nein, scheiße. Das Dorf ist doch so weit. Halt die Klappe. Mist. Kein Eisen mehr einsammeln, einsammeln. Naja, okay. Das heißt, wir müssen aus der Höhle wieder raus. Da oben noch mehr Eisen. Mist. Ein bisschen Gold.
Also 12 Jahre, dann in New York vielleicht 10 Jahre, dann ist er schon 22. 22, ne? Dann wird er entdeckt, dann in der Wäscherei 5 Jahre. Alter, der Arme, der muss ja ganz schön. Boah. Ne? Verstehst du? Aber er hat saulange durchgehalten und dann hat er es endlich geschafft. Er muss keine Kühe melken und kann kochen. Das, was er schon immer machen wollte. So. Boing. Ding. Dang. Boing. Da war doch noch einer. War hier nicht? Ach so, der stand da oben. Der ist mir egal. So, ich gehe weiter. Und dann braucht es eine Weile, bis das mit dem Restaurant geklärt war. Ne? Das waren vielleicht auch nochmal ein Jahr. Das war natürlich erstmal geplant und dann nein und dann doch und dann ja und dann weiß nicht und dann wieder nicht und dann Baupfusch. Also sagen wir, er ist 30, als er dann sein erstes kleines Restaurant in Fukushima hat. Warte mal, ich habe doch gerade eine Rüstung bekommen. Na, die ist schlechter. Um einiges schlechter. Huch. Hey, das ist ein Jester. Moin, Jester. Ich verstehe immer noch nicht, was das für Teile sind. Also ist er 30, bis er sein kleines Restaurant hat. Und bevor dann die, und wenn er dann in Tokio endlich kochen kann, dann hat er, weiß nicht, dann ist er vielleicht 33, dann ist die Hälfte des Lebens schon rum. Und die ganze Zeit hat er nur darauf hingearbeitet, auf diesen einen Punkt in Tokio zu kochen. Und das ist Durchhalte. Ich drehe ja schon wieder um. Und das ist Durchhaltevermögen. Und das meine ich damit. Damit schließe ich den Bogen wieder zum Anfang des Videos. Und habe jetzt mein Beispiel selbst gemacht, ne? Und solche Beispiele meine ich. Solche Beispiele sind nicht frei erfunden. So etwas gibt es auch wirklich. Aber ich glaube, das weiß auch jeder. Und dieses Durchhaltevermögen hätte ich zum Beispiel nicht. Ich arbeite daran, aber es ist schwierig. Habt ihr dieses Durchhaltevermögen? Hast du dieses Durchhaltevermögen? Deinen Traum wahrzumachen? Zum Beispiel dein Traum, ein YouTuber zu werden? Und damit muss ich schon wieder einen Bogen schlagen. Ja, Entschuldigung, ich habe die letzten Tage wenig Videos gebracht. Es war einfach ein bisschen blöd. Blöd gelaufen. Schredder, 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 Schredder. Bum. Ist einfach blöd gelaufen die letzten Tage. Es wurde erst hochgeladen, dann konnte es nicht konvertiert werden, das Video. Ich konnte keine Videos machen, weil ich Schnupfen habe. Habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Naja. Aber jetzt kommt wieder ein Cube-World-Video, in dem ich einfach nur zocke. Heute geht es nicht um irgendetwas besonders. Naja. There's nothing special. Nicht irgendwas besonders Philosophisches, sondern einfach darum. Lasst es euch ein Aufruf sein, mehr zu tun. Denkt an Herbert und seine Geschichte und kehrt mal in seinem Restaurant in China ein. Das heißt übrigens drei blanke Titten und ist ein Prostitutionslokal, aber es gibt dort gutes Essen. Und ja, immerhin, er kann kochen. Und vielleicht vergehen noch ein paar weitere 10 Jahre, dann kommt die ganze Geschäftswelt von China dort rein. Auch wegen seinem Essen. Aber natürlich hauptsächlich wegen, naja, das ist nicht ganz jugendfrei. So, das wären sie alle gewesen. Ich leuchte ja. Geil. Meine Axt leuchtet. Wenn ich damit was treffe, ist ja krass. Meine Axt leuchtet. Wo muss ich eigentlich hin? Da. Und wieder die große Frage, wo wollen wir hin? Schön, ne? Dum-di-dum-di-dum. Alter, ich verprügel hier dauernd Wölfe, dabei stehen die unter Naturschutz. Was bin ich denn wieder für ein schlimmer Junge? Na komm wohl, Hansi. Hier, warte mal, man könnte auch das machen. Dann könnten wir auch auf Wollhansi reiten.
Ich meine das jetzt nicht pervers oder so, aber ich meine so. Das war irgendwie ein Fail. Ja. Und irgendwann bin ich dann jetzt hier auch am Ziel. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mit dem YouTube-Kanal noch machen werde. Vielleicht höre ich dann auch irgendwann in einem Jahr oder so wieder auf oder vielleicht in einem Monat. Aber ich glaube, da werde ich mehr Durchhaltevermögen beweisen müssen als bisher in meinem Leben. Es macht mir ja auch Spaß. Das ist die Hauptsache. Das ist die hauptsächlichste Hauptsache, dass es Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann hat man auch das Durchhaltevermögen dafür. Zum Beispiel meine Facharbeit, die macht mir keinen Spaß. Oder deine Hausaufgaben macht dir keinen Spaß. Deine Arbeit macht dir keinen Spaß. Oder du Unbekannter, der da noch zuguckt. Es macht einfach so vieles keinen Spaß, bei dem man Durchhaltevermögen beweisen muss. Und das ist an der Welt so komisch. Mein Vater hat mich mal gefragt, was ist da, was. Also ich habe ihm gesagt, ich habe nicht wirklich Lust. Ich habe keine. Ich mag arbeiten nicht wirklich. Ich habe keine Lust darauf, ne? Und dann hat er mich blöd angeguckt. Dann hat er mich blöd angeguckt. Warum? Was ist daran falsch, arbeiten nicht zu mögen? Ich meine, für den Mensch ist es schon normal, die ganze Zeit zu arbeiten. Früher in der industriellen Revolution gab es sogar die Ansicht, Gott, jetzt hört gut zu, Gottes Selbstzweck des Lebens ist das Arbeiten. Aber wenn man seinen Reichtum, den man durch das Arbeiten sich verdient hat, dann darf man nicht müßig sein, darf den nicht genießen, sondern muss weiterarbeiten. Und das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Muss ich ehrlich mal sagen. Leben ist nicht zum Arbeiten da, Leben ist zum Spaß haben da. Das ist meine Meinung. Und die ist unumstößlich. Wer lebt, sollte auch genießen. Weil, wenn man nicht genießt, lebt man nicht. So einfach. Arbeiten muss man. Das ist ohne Frage. Boah, Riesenhöhle. Aber man muss nicht unbedingt Lust darauf haben. Man muss keinen Bock darauf haben. Man muss es nicht jetzt unbedingt mögen. Und das verstehe ich nicht. Was, wenn man halt so sagt, man hat keine Lust darauf. Aber man muss es trotzdem machen. Und dann schaut man sich blöd an. Ich meine, wer hat denn bitte Lust darauf zu arbeiten? Au. Skalball. Nein, zu hart. Au. Attacke! Gluck, 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 gluck. Ich hasse es so, am Hang zu kämpfen. Au. Nein, das ist hinter uns her. Und die jetzt auch. Och, ich bin doch nur ein armer Zwerg. YOLO. Und da in die nächsten rein. Ah, fuck it. Häschen, helft mir. Ja, Dreiecksrolle. Eine. Okay, das war genug. So, jetzt kann ich jetzt wieder. Das war unklug. Tja. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Die Ruinen von Ikono. Die machen wir in der nächsten Folge. Das wird eine Spezialfolge. Da gehen wir in die Ruinen von Ikono und besiegen die darin hausenden bösen Dinge. Wenn ich dann mal den Eingang finden würde. Ruinen von Ikono, ja. Wo zur Hölle ist der Eingang? Ach, da vorne.
Noch mal kurz schauen, wie stark die ungefähr sind. Ja. Nächste Runde dann die Ruinen von Ikono. Ciao.